Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic mit mir, dem Drehwerk, auf dem Planeten, Makep, glaube ich, ja. Das ist mal ein tiefer Fall. Ja, fall nicht runter. Schade, dass wir keine Söldner mitgenommen haben, die wir über die Kante marschieren lassen können. Jessa? Spinnst du? Wie ist die denn drauf? Sind wir ein bisschen aggro? So. Zu ihren Diensten. Wir wollen, sollen, möchten dahin. Reiseroute bestätigt. Was sollen wir denn da machen? Irgendwelche Monstrositäten. Hier Lord Zutarat. In der Nähe eurer Landeposition befindet sich ein Wachposten. Aha. Ich empfehle, seine Beschützer zu eliminieren, bevor sie nach dem Rechten sehen. Okay. Ich habe nur keinen blassen Schimmer, wie ich da hinkomme. Das hier sieht gut aus. Bist du ein Beschützer? Na Jungs, was geht? So schnell stirbt man. Wieso ist denn das eine Lichtschwert anders? Hä? Wieso ist das so? Was ist das hier? Empfangsbereich. Hier bin ich. Leitung wird gesichert. Ich nehme an, ihr habt das gespürt. Wenn es noch mehr solche Beben gibt, könnte keiner von uns unverletzt entkommen. Mit dem Flirten? Nee. Lass die Welt erzittern und sich selbst zerreißen. Ich bin Sith und ich werde überleben. Ich diene euch. Solida Hesk und ihr Unternehmen bewahren die Geheimnisse des Isotop 5. Sie befindet sich im Moment in ihrem Ressort und hat drei Clanführer der Hutten zu Gast. Manyu ist ein Spice-Dealer und Sklavenhändler. Kubisho ist ein Unterhändler und Advokat für das Kartell. Und Prodorania betreibt einen Industriemund. Hesk hat solide automatische Sicherheitsvorkehrungen installiert und jeder Hutte verfügt zudem über einen Kader von Leibwächtern. Widerstand ist unausweichlich. Wenn das Ressort einen Alarm nach draußen sendet, haben wir die gesamte Huttenarmee am Hals. Leibwächter sind dann unser kleinstes Problem. Ich stimme zu. Das Ressort wurde auf einem unabhängigen Tafelberg errichtet. Isoliert den Tafelberg und weder Verstärkung noch fliehende Augenzeugen werden zum Problem. Es gibt nur ein paar Landeplätze über das Ressort verteilt. Also schlage ich vor, die Plätze und die Fähren zu zerstören. Die Leibwächter der Hutten sind ebenfalls bei den Landeplätzen untergebracht. Um das Ressort zu isolieren, müsst ihr an ihnen vorbei. Es gibt keinen Weg vom Tafelberg. Niemand wird zur Hilfe kommen. Die Hutten und ihre Sponsoren sitzen in der Falle. Mit mir sollen wir beginnen. Auf euren Befehl. Ich werde eure Position überwachen und euch mit Aktualisierungen versorgen. Möge die Macht euch Kraft verleihen. Ja, möge sie das tun. Okay, wir sollen ja noch ein paar töten, habe ich gerade gesehen. Nimm die doch alle mit hier. Tim, Tim, stirb. Du Ratte. Ratte. Wo sollen wir da hin? Da sollen wir hin. Und was ist das hier? Ah, das sind die. Okay. Okay, okay. Welche Richtung ist richtig? Die andere, vermutlich. Lass das. Okay, der Druide tut nichts. Finde ich schon mal gut. Alter, hör mal auf, Mann. Da rein? Da kommen wir nicht rein. Wir machen dich doch alle kalt. Wir machen dich und andere warm. Kalt. Irgendwie habe ich Rauch in der Nase. Ich glaube, hier brennt's. Also erstmal weiterzaugen. Damit ich den Monitor noch sehen kann. Alles gut. So,
meine Freunde. Boah. Bloß nicht herunterfallen. Das wäre unklug. Kann er mal die Jessa in Ruhe lassen, bitte? Okay, dann sind wir mit. Das hält nämlich fit. Verlade Druide. Ach guck mal, die sind schon wieder da. Na Jungs? Was geht? So. Sind die auch hinüber? Oh. Der hat nicht mal Loot dabei. Kleine Schwein. Oh, den wollte ich gar nicht töten. Ups. Teil 1. Oh, was ist Teil 2? Benutze. Irgendwas. Alles klar. Dann machen wir die kaputt. Wo auch immer sie sind. Sicherheitsdruck. Tja. Die bringen nicht so viel, würde ich sagen. Genug herumgehangen. Bleep. Bleep. Ich bin hier echt gespannt auf den aktuelleren Content. Ob das denn auch noch alles so einfach ist? Ich bezweifle es irgendwie. Wo haben wir denn hier noch so ein Ding? So kann ich denn hier keinen Mount nutzen. Da ist noch einer. So. Tum. Okay. Brauche ich nur noch einen. Da ist ein dicker Roboter. Elitewachen, Elitewachen. So Elite sind die gar nicht. Oh, das ist Jesse. Spinnst du? Ich glaube, der spinnt wohl, wa? Da ist noch einer. Wo wir nächstes hin müssen. Als wenn ich es gerochen hätte, dass wir hier hin müssen. Ja, irgendwie habe ich es gewusst. So. Jetzt habe ich was gut. Kein roter Teppich. Irgendjemand sollte so wieder Hessen beibringen. Okay. Scharfschütze. Was macht er denn hier drinne? Ist der doof oder was? Ist der doof oder was? Okay, wo ist er denn hin?
Ich glaube hier irgendwo. Ein Hesk. Hey. Wie erledige ich meinen Scharfschützen? Genau, im Nahkampf. Der Sicherheitschef, der Sicherheitschef. Tötet den Sicherheitschef. Ich habe mich ja immer noch nicht daran gewöhnt, dass er diese komischen Geräusche macht, ne? Ich meine, das erzähle ich jetzt seit, weiß ich nicht, 100 Folgen? Also gefühlt nur 100 Folgen, vermutlich sind es sogar 100 Folgen. Unglaublich. So, was sollen wir damit jetzt machen? Liefere die Hotenkartell-Sicherheitsanalyse ab. Ja, machen wir. Das können wir. Ha? Mark Hepp scheint auch ganz beliebt zu sein. Bei 4 Leuten. Naja, bei 3. Ach, guck mal, hier kann ich auch mal Woggle Woggle rufen. Da hinten ging er nicht. Hüpf. Oder stand er nicht in Bewegung? Ja, ja. Trifft doch eh nicht. So, wo muss ich denn jetzt hin? Das kann ich später abgeben. Hier. Links irgendwo. Ach Jungs, jetzt hör doch mal auf. Jetzt komme ich da nicht rein, weil ich unter... Angriff bin. Manchmal ist das schon anstrengend. Ein böser Fiff zu sein. Oh, warum? Ich frage mich aber, warum mein anderes Licht hier auf einmal orange ist. Das sind seine Elite-Sklavenhändler, die königliche Familie von Wiener zu käuflicher Ware für die Märkte von Nashadar gemacht hat. Manju behauptet, sie hätten ihm einst einen Zuglaut in Ketten. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Wir nehmen die alle mit. Ich glaube, ich spinne. So, und fort. Ach, Jessa, kannst du mal aufhören, die immer zu CC'n, wenn nichts zu CC'n ist? Ja, ja. Du Schwein. Hat hier rumgefurzt. Sabotiere das Landeschiff. Komm, dann schrauben wir hier ein bisschen dran rum. Schade, dass niemand da drin war. Eine Frau darf doch träumen, oder? Jessa! So was tut man nicht. Also, davon träumen. Wie ist die eigentlich drauf? Was ist denn los mit der? Die ist ganz schön rabiat. Ja, quatsch da nicht rum. Kommt her. Jetzt habe ich was gut. Okay.
Hinfort mit dir, hinfort. Aber so viele waren das ja gar nicht. Hätte schlimmer sein können. Die Diener von Kubisho, dem Hutten, sind nah. Es sind Nikto, deren Clan den Hutten seit 12 Generationen dient. Aha. Geboren für den Kampf. Sie sind außerdem für ihre beeindruckenden Haustiere bekannt. Seid auf der Hut. Ja, total beeindruckend. Ich fürchte mich. Nicht. Na, jetzt nimm noch hier. Danke. Geh. Wow, wow. Dip. So. Nehmen wir auch mit. Na? Diesmal hast du nichts zu sagen? Okay. Wundert mich gerade ein bisschen, dass sie dazu nichts sagt. Ach komm. Klappe. Was ist denn der letzte? Müssen wir hier rechts rum? Er hätte mal bei mir machen sollen. Er hätte mir wehtun können. Ja, ja. Was ist das hier? Noch nix. So schnell stirbt man nicht. So. Ihr nähert euch einer Gruppe von Leibwächtern von Prodorania, dem Hutten. Das sind Vollstrecker aus seinem Produktionsrhein. Rohlinge. Nicht intelligent, aber körperlich stark. Sie können 20 Stunden am Tag nicht mehr einhandeln und dennoch überleben. Sie werden nicht so einfach sterben. Aha. Also, Prodorania klingt ja für mich irgendwie wie ein Mädchen. Gibt es eigentlich weibliche Hutten? Ich glaub wohl. Gab es nicht mal in Episode 1 einen weiblichen Hutten? Ich meine schon. Gut, der Tafelberg ist abgeriegelt. Es wird keine Verstärkung kommen und niemand kann fliehen. Richtig. Ich schlage vor, ihr rückt zum Anwesen vor. Seid nicht unvorsichtig. Die Sicherheit der Hutten mag eliminiert sein, aber Solida Hesk hat immer noch Druiden. Solida Hesk? Hesk? Ich dachte, ich könnte hier rüberspringen. Verdammt. Vielleicht, warte mal. Hier hoch und hier rüber. ich elendiger Cheater. So. Ach toll, jetzt muss ich in das Gebäude rein, wo ich schon drin war. Hab ich ja super gemacht. Ja, wie? Die sind nicht aufmerksam? Na gut. Moin. Ich muss hier mal durch. Ich kann die jetzt ja auch alle umgehen, weil wir sind ja, im Prinzip sind wir ja fertig. Moin. Na, was geht? Jessa bei Fuß. Hey, was macht die denn da drinne? Die soll hier nicht mit den ganzen Leuten spielen. Tut sie aber.
Scheiße. Oh, jetzt habe ich die dahin auch noch gepult. Super. So mehr der Pro-Gamer, ne? Ach komm, halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. So. Okay. Zisch.